Der dritte Lauf zur Deutschen Rallycross-Meisterschaft 2012, das erste Mal die Premiere im Driving Center Großdölln im Norden von Berlin in der Mark Brandenburg. Ruhig, damit wir auch alle hier schöne Bilder haben und vor allen Dingen müssen alle schön gleichzeitig schneiden, sonst haben wir nämlich irgendwo, siehst du, so geht das doch, hervorragend. Sowohl auch ein Vertreter vom Driving Center hier in Großdölln. Also, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Deutschen Rallycross-Familie hier, das Driving Center Großdölln. Nach den offiziellen Ansprachen kam es natürlich auch zu den Finalläufen und der erste Finallauf war wieder einmal, wie immer, die Trophy. Sehr spannender erster Anlauf, nicht nur, dass Uli Riese und Klaus-Peter Schiemann sich ein kleines bisschen in die Haare kriegten, auch Jörg Stenzel kam vorneweg und ein Rückkehrer, nämlich Frank Eichelberg mit seinem mattschwarzen Audi A4 Quattro. Aber die Strecke war sehr, sehr anstrengend für die Fahrzeuge aus der Rallycross Trophy. Wir werden es gleich im Verlauf der Bilder noch sehen. Nicht nur Klaus-Peter Schiemann holte sich einen Platten, auch Frank Eichelberg führend im Finale, aber er musste sich langsam mal sicher dem heraneilenden Feld ergeben. Man sieht es hier, Bader-Groschinski, auch angeschlagenes Fahrzeug, das Auto von Klaus-Peter Schiemann. Wir sehen es auf der linken Seite vorne der Platte, man kann es hier sehen. Leider, leider, leider haben einige Fahrzeuge sich nicht mehr ins Ziel retten können. Auch hier Bader-Groschinski wird zurückgeschleppt. Aber zwei haben es richtig gut gemacht, nämlich Philipp Leipold und Toto Hennes auf ihrem Mercedes, Ulrich und Yannick Riese mit ihrem VW Polo und er hat sich gerade noch auf den dritten Platz gerettet, Frank Eichelberg mit seinem schwarzen Audi. Traditionell nach der Trophy kommt der Cup, natürlich Rallycross Cup und eine große Überraschung, das erste Mal dabei beim Rallycross, nämlich Chris Jenicke aus der Mark Brandenburg mit seinem Suzuki Swift, klar vorneweg, der Mann, der die Division 5, natürlich Rallycross Cup, klar beherrscht, Björn Barkow liegt in Führung, gleich nach den ersten Metern setzt er sich in Führung vor seinem ehemaligen Fahrlehrer, vor Ulrich Riese mit seinem VW Polo und dann schon die große Überraschung, nämlich Chris Jenicke mit seinem Suzuki Swift. Das erste Mal durch die Schotterpassage, Jenicke geht hier auch sofort in die ungewöhnlicherweise asphaltierte Joker Lab, aber macht einen ganz hervorragenden Job, der junge Mann mit seinem Swift, wie gesagt, das erste Mal dabei und ich glaube, so einige Fahrer im Rallycross Cup haben sich doch etwas überrascht gezeigt und haben gesagt, wo kommt denn der jetzt her? Erik Jockel, hier in der Unnerstenke getauften Streckenpassage, hat sich mit seinem Citroën AX GTI richtig gut an diesem Wochenende gezeigt. Er wird immer und immer schneller und er wird langsam aber sicher für die etablierten Fahrer, wie zum Beispiel Barkow, wie zum Beispiel Riese, schon zu einer Gefahr. Auch Björn Brüning-Zedler musste so ein kleines bisschen zurückstecken, aber er hat sich am Ende des Tages noch ganz gut gezeigt, hat am Ende des Tages den sechsten Platz gemacht. Besser hat es allerdings, wie gesagt, sein Teamkollege, nämlich Erik Jocke. Hier sehen wir sie beide auf einem Niveau auf der Strecke hinein in die Schotterpassage, in die 180 Grad Haarnadelkurve in der Schotterpassage. Auch sehr spannend, hat es sehr gut gemacht, aber trotz alledem am Ende des Tages, der Sieger war ganz klar und hier zeigt er sich auch richtig gut mit der 501 auf der Tür, dem Führenden und auch dem Sieger aus der letzten Saison, nämlich Björn Barkow. Zweiter wird Ulrich Riese mit seinem VW Polo und Dritter, ich sagte es bereits, sehr zur Überraschung der Division des Rallycross Cups, Chris Jenicke mit seinem Suzuki Swift. Hoffentlich werden wir diesen Jungen weiter in der Deutschen Rallycross-Meisterschaft in der Division 5 im Rallycross Cup sehen. Hier wird nochmal beglückwünscht von Björn Barkow an Chris Jenicke. Es wäre eine schöne Überraschung, wenn wir diesen Mann weiterhin sehen könnten. Es wäre gut für die Meisterschaft. Nach dem Finale des Rallycross Cups natürlich der Raketenstart im Finale der Super Nationals. Hans Kirchhoff mit seinem heckangetriebenen, übermäßig starken Porsche 911 GT3 RS vor dem Mann aus der Rallycross Europameisterschaft, der Mann mit dem Opel Astra OPC. Er hat eigentlich das Wochenende absolut beherrscht, nämlich Roman Chastoral aus der Tschechischen Republik. Wie gesagt, wir kennen ihn eigentlich mit einem heckangetriebenen Opel Astra. Er hat zwei Opel Astra, die auch vom Design her sehr ähnlich aussehen. Trotz alledem fährt er in der Deutschen Meisterschaft oder bei Gaststarts fährt er eigentlich gerne diesen frontangetriebenen. Und er hat an diesem Wochenende definitiv gezeigt, dass er ein Top-Fahrer ist. Nicht nur in der Europameisterschaft, auch in der Deutschen Meisterschaft. Für ihn, wie auch für die anderen Fahrer, das erste Mal auf dieser neuen Strecke in Großdölln im Norden von Berlin. Aber trotz alledem, hier kann man sehen, kleiner Drift, ein ganz kleiner Slide in der asphaltierten Joker Lab. Dieser Mann sieht sich einmal eine Strecke an und fährt sofort Traumrunden, fährt sofort allen um die Ohren. Er hätte
mit den Zeiten, die er gefahren ist, sogar im A-Finale der Supercars mithalten können. So schnell war der Mann unterwegs. Er war immer in den Top 4, Top 5 overall für alle Fahrzeuge an diesem Wochenende in Großdölln, wie gesagt in der Mark Brandenburg. Aber nichtsdestotrotz, das Finale musste sich erstmal erfahren werden. Die heckangetriebenen Fahrzeuge, hier zum Beispiel auch Silber Winterhoff mit ihrem wirklich wunderschönen, aber leicht ledierten Buckel Volvo PV544, waren in der Lage, ihn erst ein bisschen zu ärgern. Aber er hat sich die Fahrzeuge, da hat sich das Rennen, er hat sich das Finale perfekt zurechtgelegt und hat sich dann am Ende des Tages doch mit einem Sieg aus der Deutschen Meisterschaft für dieses Wochenende verabschiedet. Vielleicht werden wir ihn noch in Schlüchtern sehen beim nächsten Rennen. Wir werden es sehen. Aber eine weitere Überraschung war definitiv auch an diesem Wochenende Marco Witkowski mit seinem VW Golf. Das Fahrzeug, was vorher von Sven Pusch gefahren worden ist. Wir sehen ihn hier noch vor Roman Chastoral aufgrund der Joker Lab Section. Aber hier kommt schon mal so ein leichter Angriff von Chastoral. Witkowski kann nochmal zurückschlagen, aber auch dieser Fahrer musste leider die Segel in Anführungsstrichen streichen, denn Chastoral war einfach viel zu schnell. Er kam mit den etwas schlüpfrigen Verhältnissen auf der etwas feuchten Strecke, denn zu den Finalläufen fing es natürlich pünktlich an zu regnen, nicht zu schneien, obwohl das wäre wohl auch noch wirklich möglich gewesen. Trotz alledem war es wirklich so, dass es ein Top-Finale war bei den Super Nationals und man kann wirklich sagen, hier leider ein leicht ledierter Markus Schmidt mit seinem Citroën C2 hatte eine leichte Kollision mit Silver Winterhoff auf der langen Geraden, die jetzt gerade Hans Kirchhoff und Andreas Kramp beenden. Leider Markus Schmidt nur auf dem am Ende 6. Platz im A-Finale, aber er war wieder im A-Finale bei den Super Nationals dabei. Sieger aber ein wirklich souverän aufgeigender Roman Chastoral mit seinem Opel Astra OPC. Zweiter wird Hans Kirchhoff vor dem hier hinter ihm folgenden Andreas Kramp. Marco Witkowski, wir sprachen es gerade an, leider nur, er folgt hier gerade den beiden, nur auf dem unglücklichen 4. Platz, also knapp am Podium vorbei. Und 5. wird Silber Winterhoff mit ihrem Volvo PV544, dem Buckel Volvo. Auf jeden Fall immer ein großer Gewinn für die deutsche Meisterschaft, wenn Roman Chastoral einen Gastauftritt in Deutschland absolviert. Nach dem sehr spektakulären und aufwendigen Finale bei den Super Nationals, die Super 1600. Leider eine sehr traurige Veranstaltung, was nicht an den sehr motivierten Fahrern liegt. Andreas Steffen hier mit der 103 mit seinem Skoda Fabia, Sven Seliger mit seinem Ford Fiesta und Nils Völkel aus Stade mit seinem VW Polo. Aber die Strecke war für die Super 1600 einfach zu hart. Völkel Getriebeschaden, Seliger Getriebeschaden. Und für ein Fahrzeug im A-Finale, man hat es sich gespart. Man wollte natürlich das Fahrzeug sichern. Andreas Steffen also kampflos Sieger bei den Super 1600. Aber nicht nur die Super 1600 waren sehr stark dezimiert im Verlauf des Rennwochenendes. Auch die Supercars. Am Ende nur noch zwei Fahrzeuge im A-Finale, nämlich ein Bernd und der andere Bernd Schumacher und Bernd Wilhelm. So ging es auf die 6 Finalrunden im Finale, im A-Finale der Supercars. Und es war ein kleines bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Man wusste gar nicht so genau, will der eine oder will der andere. Am Ende des Tages war es dann aber doch eine verhältnismäßig klare Sache für den in Gründer noch so schwer havarierten Bernd Schumacher mit seinem Skoda Fabia. Hier jetzt Bernd Wilhelm, wie gesagt, in der asphaltierten Joker Lab in Großdölln im Norden von Berlin. Es war sehr schade, denn eigentlich hatte René Münnich genannt. René Münnich war auch da, hat auch hervorragende Zeiten gefahren. Ebenso auch Jörg Jockel, endlich mit seinem gelben Ford Focus ST richtig gut unterwegs. Die Probleme, die sich noch in Buxtehude und auch in Gründau zeigten, waren hier eigentlich nahezu ausgeräumt. Trotz alledem hat es am Ende des Tages für den Mann aus dem Rosengarten im Süden von Hamburg nicht gereicht für das A-Finale. Das Fahrzeug hatte ein Problem. Es blieben also nur noch zwei Fahrzeuge übrig. Und es war dann doch trotz der zwei Fahrzeuge verhältnismäßig spannend, denn wie gesagt, man wusste nicht so genau, will der eine oder will der andere. Dann kam jetzt Bernd Wilhelm auf einmal vorbei, passierte Bernd Schumacher und dann passierte es Getriebeschaden bei Bernd Wilhelm. Er musste bremsen, er musste langsamer werden und sofort kam Bernd Schumacher wieder zurück, passierte wieder seinen Namensvetter, nämlich Bernd Wilhelm. Und Wilhelm blieb dann eingangs der Schotterpassage mit einem havarierten Auto liegen. Also 20 Punkte für den Mann, der bei den Supercars führt, nämlich
für Bernd Schomaker, aber auch 20 Punkte für Andreas Steffen. Deswegen ist es in der internationalen Deutschen Meisterschaft sehr, sehr spannend. Beide liegen mit 55 Punkten nach drei Läufen in Führung. Also der deutsche Meister ist beileibe noch nicht gefunden und wird noch die restlichen 5 Rennen der Deutschen Meisterschaft mindestens brauchen, um gefunden zu werden. Also eine spannende Saison 2012 ist auf jeden Fall sicher. Wir werden uns wiedersehen am 28. und 29. Juli in Schlüchtern. Meine Damen und Herren, bis dahin. Tschüss, Ihr Martin Kummerow.